Ich begrüße Sie zur Spätausgabe von RBB aktuell. Immer wieder werden Obdachlose angegriffen, geschlagen, beleidigt. Diejenigen also, die ohnehin so gut wie nichts mehr haben, die darauf angewiesen sind, dass andere ihnen etwas geben. Sie werden immer und immer wieder Opfer von Gewalt, wie eben auch letzte Nacht am S-Bahnhof Schöneweide im Südosten Berlins. Hier hatten sie ihr Lager aufgeschlagen. Es ist kurz vor Mitternacht. Zwei Obdachlose schlafen vor dem Fahrstuhl des Bahnhofs Berlin-Schöneweide. Also ich saß in einem indischen Restaurant mit einem Kollegen und dann habe ich gesehen, wie hier zwei Menschen kamen, Benzin über die Obdachlosen, die hier immer hausieren, geschüttet haben, angezündet haben. Dann habe ich nur noch die Tischflamme gesehen und dann habe ich auch den Notruf angerufen. Ob es Benzin oder hochprozentiger Schnaps war, ist noch unklar. Auf jeden Fall brennen die beiden Menschen, erleiden lebensgefährliche Verletzungen. Und dann habe ich gesehen, wie sich die brennenden Leute versucht haben, auf dem Boden drum zu wälzen und versucht haben, sich selbst zu löschen und geschrien haben. Augenzeugen berichten, dass Passanten mit einem Feuerlöscher zu Hilfe eilten. Die schwerverletzten Männer kamen ins Krankenhaus, konnten aber bisher nicht zu den Tätern und Motiven gefragt werden. Entgegen dem Augenzeugenbericht geht die Polizei nicht von zwei, sondern nur von einem Täter aus. In diesem zurzeit völlig unklaren, also in der Motivlage auch vollkommen unklaren Fall, ermittelt unsere Mordkommission hierbei wirklich in alle Richtungen. Was hier letzte Nacht passiert ist, haben die meisten heute Morgen im Radio gehört. Viele Passanten am Bahnhof Schöneweide sehen die beiden Obdachlosen fast täglich. Stress kann ich nicht sagen. Die haben ihr Bier getrunken, ihr Schnäpschen oder haben gepennt, aber die haben keinen angepöbelt oder sonst was. Die Anteilnahme habe ich schon bemerkt. Hier sind etliche Leute nicht vorbeigelaufen, ja. Und berührt mich eigentlich. Ein ähnlicher Fall, schon vor gut 2 Jahren, am Heiligabend an einem Berliner U-Bahnhof in Neukölln. Jugendliche versuchen, einen schlafenden Mann anzuzünden. Passanten können aber Schlimmeres verhindern. Damals bekam der Haupttäter 2 Jahre und 9 Monate Haft. Wer die Tat vergangene Nacht in Berlin-Schöneweide begangen hat, ist noch völlig unklar.